Es sollte nicht für immer sein. Die Schauspielerin Mimi Fiedler und der TV-Produzent Otto Steiner trennen sich nach 4 Jahren Ehe. Die Hochzeit des Paares fand im Juni 2019 statt, als sie sich am romantischen Chiemsee das Jawort gaben. Nach 1,5 Jahren Beziehung hatten sie bereits im Januar in Frankfurt geheiratet. Für beide war dies die zweite Ehe. Der ehemalige Tatortstar Mimi Fiedler äußerte damals ihre Liebe zu Steiner mit den Worten: „Ich habe nach einem Prinzen gesucht und meinen König gefunden." Nun äußert sich die Schauspielerin selbst zu den Trennungsgerüchten. „Ich habe mich von Otto getrennt und bin am 11.11. aus unserem Zuhause ausgezogen. Auch wenn ich unendlich traurig war und mein Herz sich lange geweigert hat zu akzeptieren, was mein Verstand schon wusste. Ich bereue nichts und würde alles genauso nochmal machen." Ihre Worte wirken gefasst und dankbar für die gemeinsame Zeit mit ihrem Ex-Mann.